And welcome back, folks. Welcome back to Let's Play Broken Sword, The Shadow of the Templars. Last time we gained two new leads in our attempt to pursue the killer. We had figured out the telephone number of the tailor, which made the jacket that the killer wore after he had undressed. And we know where he got the clown's nose from, so we should investigate those leads. But first of all, we shall look at this toolbox. Sonst ist nichts in der Werkzeugkiste, was ich gebrauchen könnte. Aha, okay. So now we're going to Außer einem großen Werkzeugkasten ist Yeah, I want to call, please make a call. Yeah, and we actually learned that Zala Edin is in fact the name of a horse, so Nicole was right. Let us call the tailor, Mr. Todrick. Hallo? Wer spricht da? Hallo, ich heiße George Stobart. Sie kennen mich nicht. Stimmt genau, Mr. Stobart. Ich kenne Sie nicht. Also, was kann ich für Sie tun? Ich versuche, einen Ihrer Kunden ausfindig zu machen. Könnte ich vielleicht mal kurz vorbeikommen und mit Ihnen reden? Nein, nein, das ist völlig ausgeschlossen. Okay, vergessen Sie's. Alles, was ich brauche, ist ein Name. Wovon reden Sie überhaupt? Für wen arbeiten Sie? Man könnte sagen, ich bin im Auftrag von Wahrheit und Gerechtigkeit unterwegs. Ah, Gott sei Dank. Ich dachte schon, Sie wären von der Polizei. Das Leben unschuldiger Menschen ist in Gefahr, Mr. Todrick. Und Sie könnten diesen Menschen das Leben retten. Sie sammeln für die Wohlfahrt, stimmt's? Nein, kein Gedanke. Alles, was ich von Ihnen möchte, ist eine Information. Nur weiter, ich lausche. He is rather suspicious. I mean this in both senses of the word. I mean, he seems very untrusting, and he also seems to know more than he wants to tell us. What about the clown? You made his jacket. Was wissen Sie über den Clown, der die Bombe im Café de la Chandelle wertgelegt hat? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie da reden. Sie sind eiskalt, was, Todrick? Aber ich glaube, Sie wissen mehr, als Sie verraten. Ich weiß nicht, wer Sie sind, aber ich bin mir sicher, dass Sie nicht wissen, wovon Sie da reden. Ich weiß ja nicht, ob Sie das nur sagen, damit ich glaube, Sie wüssten nicht, was ich meine, aber... Ach, das ist doch lächerlich. Hören Sie auf, Spielchen mit mir zu spielen, Todrick. Und ich sage Ihnen, ich weiß nichts von irgendeinem Clown. Wussten Sie schon, dass einer Ihrer Kunden zeitweise als Clown auftritt? Wenn ein Mann mit einer Pappnase und einer Torte im Gesicht glücklich ist, wo liegt da das Problem? Kennen Sie einen Mann namens Plantard? Nein, noch nie von ihm gehört. Soll ich Ihnen erzählen, was Plantard zugestoßen ist? Wie er kaltblütig ermordet worden ist? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich noch nie von einer Plantard gehört habe. Ich nehme mal an, Plantard hat Familie. Was meinen Sie? In Ihrem kleinen Apartment kocht Madame Plantard das Abendessen und sie lauscht auf das vertraute Geräusch, wie sich der Hausschlüssel ihres Mannes im Schloss dreht. Der Junior wartet darauf, dass sein Daddy heimkommt von der Arbeit. Er kann es kaum erwarten, ihm die guten Noten zu zeigen, die er heute in der Schule bekommen hat. Nur, heute Abend wird Monsieur Plantard nicht nach Hause kommen. Sie haben den Welpen vergessen. Was? Das treue kleine Hundebaby, das hechelnd auf die Stimme seines Herrn wartet. Vielleicht hatte er gar keinen Hund. Was denken Sie? Ich kenne keinen Plantard und ich habe noch nie von einem Plantard gehört. Nichts von alledem hat irgendwas mit mir zu tun. It does in fact, because you made the jacket of the killer and so you know him. But you're not trying to help us apparently, so... Danke, Sie waren mir keine Hilfe, Todrick. Yeah. Thanks for nothing. Okay, this lead turned out to be sort of a dead end. I mean, we could still just visit the tailor, I suppose, but I think the game won't let us. Let us make a call to Mademoiselle Nicole Collard and tell her what we found out. Bonjour, Collard. Oh, hi, hier spricht George Stobart, der Amerikaner aus dem Café. Ah, oui. Du hast gesagt, ich soll anrufen, wenn ich helfen könnte. Hast du etwas Neues für mich? Worauf du dich verlassen kannst. Ich habe einen Zeugen gefunden, der mit dem Clown gesprochen hat.
Und ich weiß, woher der Mörder seine Anzüge bekommt. Kein Quatsch. Ich bin beeindruckt. Ja, hab ich's geschafft? Hm. War ja nicht einfach. Hör mal, warum kommst du nicht hier rüber in mein Appartement? Oh. Gerne. Wo wohnst du? Rue Jarry Nummer 361. Okay, bin gleich drüben. Okay, then, what are we waiting for? Let us visit Mademoiselle Collard. If you'd please walk a little bit faster, George. We could actually go to the Poste de Police. Can't visit these other places yet. But we could go to the police, but right now I think we should really go and visit Nicole. You can't let a lady wait, after all. But since we're here, we might as well just look around. Could buy her some flowers. Ich atme tief durch, um den Duft der Blumen zu genießen. Eine Überdosis Autoabgase ist aber alles, was ich davon habe. Yep, sounds like Paris. Ich atme tief. Okay. Das Obst ist nicht von Interesse. Es sieht staubig, verschrumpelt und einfach nur müde aus. Es ist weniger der Stil der Kleider, der mir ins Auge fällt, sondern die Preise. Von demselben Geld könnte eine verhungernde Familie für den Rest ihres Lebens schlemmen. Ich nehme an, dass Leute, die so ein Zeug kaufen, keine Probleme mit ihrem Gewissen haben. Hmm. Let us talk to the woman. Oh, hi. Bonjour, Monsieur. Soll ich Ihnen Ihre Zukunft voraussagen? Oh, nein, danke. Ich bin sehr gut und es dauert nur eine Minute. Trotzdem vielen Dank, aber ich bin nicht abergläubisch. Außerdem, wenn es nur eine Minute dauert, hat man ja nicht mehr sehr viel Zukunft vor sich. Hm, good point. What can you tell me about this clown's nose? Erkennen Sie diese Nase? Non, Monsieur. Hm. What do you know about this manhole cover lifting tool? Was sagen Sie zu diesem Werkzeug? Ist das etwas aus einer Zahnarztpraxis? Nein, damit macht man Kanaldeckel auf. Umwerfen. Was können Sie mir über diesen Stoff sagen? Das ist sehr teures Material, Monsieur. Hm. Wissen Sie etwas über dieses Taschentuch? Nein, nichts. Was können Sie mir... Das ist... Ja, okay. What about your flowers? Kann man diese Blumen kaufen? Oui, Monsieur. Okay, ich nehme einen Strauß von den Weißen da. Das würde ich an Ihrer Stelle nicht tun. Nein? Das sind Lilien, Monsieur. Für manche Leute sind das Totenblumen. Danke für die Warnung. Okay, then why are you selling them? Okay, Was für Blumen haben Sie noch? Dahlien? Hm. Was bedeuten die? Unsicherheit. Hm. Ich will nicht, dass sie einen falschen Eindruck von mir kriegt. Hm. That's good to know, actually. Was ist mit den hohen Gelben da? Das sind Iris. Ah. Die Flamme der Leidenschaft. Und die kleinen Gelben? Sinnlichkeit. Hm. Die nützen mir nichts. Oh. Ich will auf sie Eindruck machen, aber ich will sie nicht überrumpeln. Ach, come on, George. Kennen Sie eine junge Frau, die Nicole Collard heißt? Ja. Sie wohnt über mir, in dem Haus da drüben, auf der anderen Straßenseite. Die Tür ist nicht verschlossen, aber Sie müssen ihr einen kleinen Schubs geben. Sie klemmt, wissen Sie, wegen der Feuchtigkeit. Der Vermieter hat versprochen, sie zu reparieren, bevor der Winter kommt. Das verspricht er seit 3 Jahren. Hm. Wie lange wohnt Mademoiselle Collard schon hier? Ein paar Monate. Ihr steht eine böse Überraschung bevor, wenn das Wetter kalt wird. Zugige Fenster, ungenügende Heizung. Es ist schwer, sich einigermaßen warm zu halten.
Der einzige Grund, warum ich bleibe, ist die billige Miete. Ihre junge Lady, sie verdient was Besseres. So I would assume then that the game plays in mid-September or even October. If she, it's coming here six months before and it was spring already. Ich dachte, Mademoiselle Collard sei eine erfolgreiche Fotografin. Nicht so erfolgreich, wie sie vorgibt, trotz ihrer feinen Kleider. Oh, ich habe schon gehört, wie sie sich nachts in den Schlaf geweint hat. Das ist schrecklich. Verraten Sie aber nicht, dass ich Ihnen das erzählt habe. Sie ist stolz, die Kleine. Zu stolz, wenn Sie mich fragen. Okay, that is an important information, I believe. Then, why not? Tell me about my future. Ich hab's mir anders überlegt. Würden Sie mir die Zukunft voraussagen? Sie gehen auf eine lange Reise. Ach nee, was für eine Überraschung. Können Sie mir nicht etwas erzählen, was ich noch nicht weiß? 10 Francs bitte, mein Lieber. 10 Francs? Das ist Wucher. Wenn Sie meinen. Wie funktioniert das mit dieser Vorherseherei? Ich wusste, dass ich nicht immer nur Blumen verkaufen würde. Haben Sie sich jemals gefragt, warum Sie mit dieser Gabe gesegnet sind? Das ist so ähnlich wie Fernsehen. Manche von uns werden mit einer Antenne geboren. Ich gehöre einfach zu diesen Glücklichen. I think you're just crazy. Können Sie wirklich die Zukunft voraussagen? Das wird die Zeit erweisen, Monsieur. Das Seltsame ist, mich selbst kann ich in der Zukunft nicht sehen. Andere Leute, kein Problem. Aber wenn ich versuche zu sehen, was mit mir geschehen wird, nichts. Macht Ihnen das keine Angst? Manchmal. Ich denke aber, dass es sich dabei um eine Art natürlichen Sicherheitsmechanismus handelt. Entweder das, oder ich habe keine Zukunft. Vielleicht komme ich später nochmal vorbei. Nicht vielleicht, Monsieur. Das werden Sie ganz sicher. Or will we? Anyway, let us actually now visit Nicole. Ich erinnere mich an den Rat der Blumenfrau und drücke vorsichtig oberhalb des Schlosses gegen die Tür. Her prediction regarding George's future are actually correct. Bonjour, ich bin froh, dass du gekommen bist. Wir waren doch per Du, oder? Klar, nenn mich einfach George. Gut. Ich heiße zwar Nicole, aber sag ruhig Nico zu mir. Setz dich, George. Eh bien, wo bist du gewesen? Ich habe die Abwasserkanäle unter dem Café untersucht. Ich dachte mir schon sowas. Ich habe so einen komischen Gestank gerochen. Der Clown ist durch die Kanäle entkommen und hat dort das Kostüm ausgezogen. Ich nehme an, er war in Eile. Er hat seine Jacke vergessen. Und? Ich habe die Telefonnummer seines Schneiders. Mehr noch, ich weiß auch, wo er das Clownkostüm geliehen hat. Du hattest mehr Glück als ich. Glück, sagt sie? Glück? Ich nenne das harte Arbeit. Oh, was ist passiert? George. Ich habe meine Fotografien dem Verleger vorgelegt, aber er hat sich nicht dafür interessiert. Glaubt man das? Er riet mir, die Story fallen zu lassen. Aber das wirst du doch nicht tun. Oh nein. Ich werde herausfinden, was hinter diesen Morden steckt. Weißt du, was ich glaube? Es ist eine Verschwörung. Die Polizei in 3 verschiedenen Ländern hat sich wegen der Morde sehr zurückgehalten. Die Presse bringt sie nicht in Zusammenhang. Sie beschuldigen politische, religiöse oder militante Extremisten. Damit ist so ungefähr jeder verdächtig. Okay, then. How do you actually, got into contact with this Plantard guy? Woher hat Plantard deinen Namen? Über die Zeitung La Liberté. Ich habe einen Artikel geschrieben, in dem ich 2 ungelöste Morde miteinander in Verbindung bringe. Einen in Italien, einen anderen in Japan. Die Fälle sind sich bemerkenswert ähnlich. Ein wohlhabendes Opfer, kein offensichtliches Motiv und ein verkleideter Killer. Plantard sagte, er könne mir weitere Informationen beschaffen. Irgendwie muss der Clown von unserer Verabredung gewusst haben. Apparently. Erzählen Sie mir von den bisherigen Opfern des Clowns.
Das erste war Arno Bilotta, der Millionär und Baron der Pharmaindustrie. Er hat sein Geld mit Amphetaminen verdient, im Nachkriegsboom von Schlankwerden und Diät. Stell dir das vor, Millionen von Hausfrauen, die sich buchstäblich ihren Arsch abspieden. Wurde er wegen Geld umgebracht? Nein, er hatte keine Verwandten und das Vermögen ging an das Waisenhaus, in dem er aufwuchs. Die einzige Zeugin in diesem Fall war sein philippinisches Au-pair-Mädchen. Sie schwört, er wurde von einem Schneemann in den Tod gelockt. That's odd. Wer war das zweite Opfer des Clowns? Yamada, der umstrittene japanische Politiker der Grünen. Er hat sein Vermögen aus dem elektrochemischen Konsortium seines Vaters geerbt. Er hatte sich darauf verschworen, der japanischen Automobilindustrie ans Leder zu gehen. Ich glaube nicht, dass er mit so einer verrückten Politik große Unterstützung bekommen hätte. Yamada war ein Mann der Visionen. Er war seiner Zeit voraus. Wenn Sie das sagen, wie ist er gestorben? Unter den Händen oder besser gesagt Stummelflügeln eines riesigen Königspinguins. Okay, that's even, I think, more odd. That's even possible. Ein Schneemann, ein Pinguin und nun ein Clown. Weißt du, ich gebe es nicht gern zu, aber das ist beängstigend. Ich sage dir was, ich werde keine Einladungen zu Kostümpartys mehr annehmen. Ich kann es dir nicht verdenken, dass du Angst hast. Mir geht es genauso. Aber diese Story könnte meine einzige Chance für einen Durchbruch sein. Oder für einen vorzeitigen Tod. Ich habe diese falsche Nase in den Abwasserkanälen gefunden. Es ist La Risée du Monde darin eingedruckt. Die Lachnummer der Welt? Das ist ein Kostümverleih in der Nähe des Bahnhofs Saint-Lazare. Ah. Ich werde das abklären. Vielleicht erinnert sich der Besitzer daran, wer das Kostüm ausgeliehen hat. Warum ziehst du sie nicht an, George? Keine Chance, dann sehe ich ja wirklich so dumm aus, wie ich bin. Außerdem war er vielleicht erkältet. Good point. Now we have another lead. I mean, okay, it's this... Well... I mean, we already had this lead, but okay. Mit diesem Werkzeug bin ich in die Abwasserkanäle gekommen. Faszinierend, George. Das interessiert dich überhaupt nicht, oder? Doch, natürlich. Ich finde, es war sehr tapfer von dir, da hinunterzusteigen. Ja? Nun, es war etwas unheimlich, aber naja, ich musste den Job erledigen. You can already tell that Nicole does have some slight feelings for George. But at the moment it's just a strictly business relationship. Ich habe ein Stück Stoff in der Nähe des Cafés gefunden. Als ich es dem Pförtner gezeigt habe, hat er es sofort erkannt. Es ist sehr auffällig, stimmt. Warte, bis du das hier siehst. Ich habe den Film entwickelt, den ich bei dem Café belichtet habe. Hier, George, das ist eine Vergrößerung, die ich gemacht habe. Siehst du, was der Typ hier anhat? Karierte Hosen. Denselben Stoff habe ich im Abwasserkanal gefunden. Stimmt. Der Typ sollte nicht schwer zu finden sein. Oh nein? Sieh dir seine linke Wange genauer an. Eine Narbe in Form eines Hufeisens. Oder eines Halbmondes. Ah. Warum hast du das Foto von mir so stark vergrößert? Weil ich einen Typen hinter dir bemerkt habe. Warum denn sonst? Ah. Poor George. Dieses Papiertaschentuch habe ich im Abwasserkanal gefunden. Oh, das ist ekelhaft, George. Ich glaube, das Zeug darauf ist Schminke, wie Schauspieler sie benutzen oder Clowns. Es ist trotzdem ekelhaft. Wirf das weg. Möchtest du das Foto wieder zurück? Nein, das kannst du behalten. Ich kann mir immer noch einen Abzug machen. Erzähl mir mehr über dich. Ach, da gibt es nicht viel zu erzählen. Nun, wie bist du zur Fotografie gekommen? Das habe ich, glaube ich, meinem Vater zu verdanken. Er hat mir meine erste Kamera gekauft. Ich war 8 und meine Eltern hatten sich gerade getrennt. Hast du bei deinem Vater gelebt? Ja, meine Mutter ist mit ihrem Freund weggegangen. Hat mir nichts ausgemacht. Ich habe nur Papa gebraucht. 4 Jahre später starb er bei einem Flugzeugunglück. Oh, das tut mir leid.
Ist schon gut. Es macht mir nichts aus, über ihn zu reden. Er war eher wie ein älterer Bruder, machte immer Witze und lachte. Papa wollte immer, dass ich Kunst studiere. Deswegen bin ich aufs College. There's actually a director's cut of this game where I get more of the backstory with Nicole and her father, but I really prefer this version because the director's cut is, well, it's not as good as this game. Hast du das Fotografieren im College erlernt? Nein, ich konnte mir das Material nicht leisten. Alles, was wir benutzten, wurde uns in Rechnung gestellt. Farbe, Leinwand, Papier. Die meisten in meiner Klasse widmeten sich dem Minimalismus. Es war billiger. Ich durchstöberte den Park nach Haaren von Eichhörnchen. Die einzige Zeit, in der ich nicht gehungert habe, war das Semester, in dem wir die Drucktechniken durchnahmen. Ich habe die Kartoffeln gegessen. Du verkohlst mich doch. Oh nein. Hast du einen Freund? Das geht dich nichts an. Okay. Kann ich dein Telefon benutzen? Klar, nur zu. Danke. And each time you get a new clue, these back of the envelope receives another image, apparently. Okay. There's no one that we really want to call at the moment. We could try. Let us actually call the tailor again, just for the fun of it. Hallo? Wer spricht da? Mr. Todrick? Oh, Sie sind es nochmal. Was gibt's? Aha! Haben Sie mal einen Anzug für einen Mann mit einer Gesichtsnarbe angefertigt? Eine Narbe in Form eines Halbmondes. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Sagen Sie mir, wo ich ihn finden kann und ich lasse Sie in Ruhe. Und wenn ich es nicht sage? Lasse ich Sie nicht in Ruhe. Ich kann Ihnen gar nichts sagen, wenn Sie mir seinen Namen nicht verraten. Wissen Sie, wo ich den Kerl mit der Narbe finden kann? Ich habe doch gesagt, ohne Namen läuft da gar nichts. Danke, Sie waren mir keine Hilfe, Todrick. Okay, it appears that we really need to find the name of this man with the crescent moon. And when we come back, folks, we shall actually do that. So until next time, folks, until then. Actually, before you leave, I'm just going to close this dialogue because I can't save before I've done this, and there's going to be, I think, a little... Yeah, cutscene or maybe. Ich mache mich wieder auf die Suche nach dem Clown. Wo? Ich werde wohl mal dem Kostümverleih einen Besuch abstatten. Gute Idee. Okay, and now I can save. So until next time, folks, until then.